Bombenangriff auf die Westerplatte. Sie war von den Polen festungsmäßig auf das Äußerste gesichert, mit Waffen aller Art gestickt. Eine Zwingburg der Polen mitten auf Danziger Gebiet. Das Schulschiff Schleswig-Holstein nahm die Westerplatte unter Feuer. Auf dem Rückzug haben die Polen die Gebäude und Gehöfte wehrloser Volksdeutscher niedergebrannt. Durch Brückensprengungen suchten sie den Vormarsch der deutschen Truppen aufzuhalten. Die große Weichselbrücke bei Dirschau wurde völlig zerstört. Überall sind sofort Pioniere bei der Arbeit.
und nach kurzer Zeit ziehen unsere Truppen über die neu geschlagenen Brücken. Der Zug unserer Soldaten geht unaufhaltsam vorwärts. Mit dankerfülltem Herzen heißen die befreiten Volksdeutschen sie überall willkommen. Die Schreckenstage des polnischen Terrorregiments sind endgültig vorüber.